Hallo zusammen, hier ist zusammen zocken. Und heute geht's wieder weiter mit Dark Souls 3. Ich hoffe, ihr seid dabei, denn ich war eine längere Zeit weg, 2 Monate, um genau zu sein. Und jetzt bin ich wieder da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr es auch seid. Wenn ihr dieses Video schaut, gibt es von mir ein kurzes oder kürzeres Erklärungsvideo, dass ich wieder da bin, dass ich Hallo sage und wieder da bin. Und in dem ihr noch einiges mehr darüber, über Gründe und was ich gemacht habe, erfahren könnt. Ja, Dark Souls 3. In der Zwischenzeit ist ja einiges passiert. Es sind einige neue Spiele zusammengekommen, ganz große Titel wie God of War und Detroit. Und auch, auf das ich mich am meisten gefreut habe, Dark Souls Remastered. Und ja, mittlerweile, ich glaube, das Ding ist 2, 3, vielleicht sogar 4 Wochen raus. Und mittlerweile, bekomme ich immer mehr mit. Ach ja, ich war nicht in Deutschland und war auch ohne eigenes Internet, also nur hier und da Internet, öffentliche Plätze, Cafés und so weiter. Und habe dann nur hier und da was mitbekommen und gesehen. Und mittlerweile habe ich ein bisschen mehr gesehen von Dark Souls Remastered und bin ein bisschen desillusioniert oder wie sagt man, enttäuscht. Vielleicht klingt das jetzt übertrieben, aber ich hatte was anderes erwartet. Ich hatte, wahrscheinlich hatte ich viel zu viel erwartet. Ja, wie konnte man denn sich vorstellen, dass sie jetzt plötzlich ein Dark Souls machen, das so aussieht wie Dark Souls 3. Nein, das wäre ja, da käme ein ganz anderes Spiel bei raus und deswegen darf man da vielleicht nicht so zu viel erwarten. Ich habe es ich habe es bis jetzt noch nicht spielen können, deswegen kann ich da nicht wirklich eine eigene Meinung zu äußern. Habe es aber doch vor. Ich spüre ein leichtes Hype, gehypt sein. Also ich habe da wirklich jetzt wieder Bock gekriegt. Dark Souls, also ich rede immer von Dark Souls 1, wer das nicht kennt. Das für die PS4 nochmal herausgebracht wurde. Und ja, ich habe wirklich Bock bekommen, mir nochmal Dark Souls zu zocken. Genau, so viel dazu. Jetzt geht's hier weiter mit Dark Souls 3. Ich bin gespannt, ob ich das noch genauso gut oder schlecht kann wie vor 2 Monaten. Ich bin hier an einer Stelle, an einem Punkt, in dem ich noch nicht war. Also es ist auch, glaube ich, relativ fortgeschritten, wenn ich mich nicht irre. Und der Weg führt da hinaus. Wir kamen von hier unten. Ja, überall liegen die Reste herum der Gegner. An diesen Gegner kann ich mich jetzt noch ziemlich gut erinnern. Der schleicht sich nämlich gerne an uns heran und oh, wo kommt denn dieser Effekt her? Warte mal, ist das ein Gegner? So, Schild. Okay. Ach so, nee, das ist in diesen Vasen drin. Genau. Okay. Da war ja in Dark Souls 3, gab es so ähnliche Fässer oder Vasen, nur mit Wasser. Und dann mit dem Wasser konnte man gut über, oder
Oder besser über Lava laufen. Oder längere Zeit über Lava laufen. Und Feuer. Genau, und jetzt sind wir hier. Ich muss mal schauen, wie sieht's denn meine Ausrüstung aus? Okay, 9 Estos. Das ist schon mal ganz gut. Was habe ich noch? Ich habe eine Fackel, ich habe Pfeile. Okay, und was ist das? Eisblauer Moosklumpen. Reduziert Kälteaufbau. Aha, heilt Erfrierung. Okay. Also ich glaube, das war oder könnte nützlich sein in diesem Gebiet. Okay. Ah ja, und wir sind menschlich oder ich glaube, das hieß in Dark Souls 3 anders. Also wir haben ja diese Glut. Wir glühen förmlich und das war das Äquivalent zu Menschlichkeit. Ich weiß jetzt nicht, kommen wir jetzt nicht drauf, wie das hieß. So, jedenfalls gibt es hier zwei Wege. Einmal runter und einmal da raus. Habe ich überhaupt den Timer angemacht? Nach so langer Zeit. Habe mich aber doch noch daran erinnert, ja. Okay, also dann würde ich sagen, gehe ich hier raus. Okay, da ist ein Tor. Da ist Loot. Und da oben. Was ist das? Das bewegt sich nicht, also könnte es vielleicht doch kein Gegner sein. Okay. Ach, mir fällt gerade ein, dass Minky Tink, ich grüße dich. In der Zwischenzeit hast du ja auch mit Dark Souls 3 Let's Play Walkthrough irgendwas angefangen. Ich weiß nicht aktuell, wie weit du bist, aber ich hab heute gesehen, dass du verreist bist. Jetzt, wo ich wieder da bin, bist du weg. Irgendwo ins Warme. Ich grüße dich, falls du das hier siehst. Minky Ding, sie macht auch sehr schöne Videos. YouTube, guckt mal rein. So. Ich traue dem Braten hier nicht. Wieso ist hier keiner? Wo waren die Schritte? Außerdem. Okay, also so rennt man. Oh Gott. Ich muss erstmal mit der Steuerung wieder vertraut werden. Oder wie das heißt. Moment, da oben kommt einer. Oh. Okay. Aha. Komm, lass mich noch mal von hinten. Oh. Ei, ei, ei. Geht doch. Oh, da kommt noch jemand. Ein Schluck. Hallo. Was macht es? Ich glaube, das war nicht nett, was er gemacht hat.
Ach, was macht das wieder? Ach so, es macht Magie. Kugel. Nein. Oh ja, 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 ja. Ich erinnere mich. Langsam. So. Hallo, ich bin wieder zurück. Hohepriester, Ritter, Kruppschwert. Ich glaube, den hatte ich noch nicht, oder? Doch, hatte ich schon. Geschicklichkeit, von dem wir noch nicht ausreichend haben. So, also dieser Hohepriester, da hinten sind noch zwei, drei. Ich laufe hier rum, ohne genau... Also Orientierung fehlt mir ja jetzt. Nach so langer Zeit. Die ist noch nicht wieder da. Ach, guck mal. An wen erinnert denn das hier, diese Statue da? Und diese Körperhaltung? Oh. Das erinnert mich an Bloodborne. Direkt. Ja, ja. Bloodborne, tatsächlich. Ah. Ach so. Ich glaube, das ist die Stelle, wo wir schon waren, da unten, oder? Ja, ach so, da sind wir. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Aber sag mal, sollte ich denn nicht... Was war das? Sollte ich denn nicht ein Feuerchen in der Nähe haben? Rufsymbol. Ach, guck mal. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir einen NPC beschwören können. Oder? Also ich erinnere mich nicht mehr. Kann aber sein, dass ich mich einfach nicht mehr daran erinnere. Ja, das ist ja jetzt deutlich, also hier schon diese große Nebelwand, dass sich dahinter ein Boss verbirgt. Aha, noch eins. Also zwei. Und hier runter, wie komme ich denn da hin? Aber es muss ja noch ein Stück Gebiet sein, wo ich noch nicht war. Was ist denn das? Ah, ja. Damit habe ich ja fast gerechnet. Und in dem Moment drehe ich mich noch um. Eine Schweinerei. Ja, der Sound spielt bei Dark Souls auch eine große Rolle. Wenn dieser Gegner... Sound konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, aber daran lässt sich ja dann auch schon einiges erahnen, wenn man Gegner zuerst hört, bevor man sie sehen kann. So, ich möchte mal darunter. Ich rechne damit, dass noch einige von denen hier auftauchen. Ah, ich glaube, das könnte ein Shortcut sein. Loot. Denn irgendwas muss es ja geben, damit wir schnell wieder zum Boss kommen. An der Stelle. Oh ja. Ich drehe noch mal ab, weil
37.000 ist, glaube ich, keine kleine Zahl. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich mittlerweile für ein Level-Up brauchte. Aber mit 37.000 lässt sich bestimmt schon einiges machen. So, Leute, wie geht's denn hier weiter? Ah, Mann, ich würde gerne mal diesen Shortcut in Anspruch nehmen, um meine, ja, sagen wir mal, so wie es ist, Seelen in Sicherheit zu bringen. Denn, ach, es sind ja tatsächlich auch Seelen. Ich war jetzt ein bisschen durcheinander mit Bloodborne. Bei Bloodborne ist es ja, sind es Blutechos. Da liegt ja auch noch was, sehe ich hier gerade. Und heißt das dann, dass ich da unten noch gar nicht war? Aber es sieht doch so aus wie das Gebiet, wo ich doch schon reingekommen bin. Vielleicht dann doch nicht. Aber da vorne ist, glaube ich, mein Feuerchen da hinten. Okay, also ich glaube, ich muss da durch. Ich muss da irgendwie durch. Vielleicht kann ich mir was herbeilocken. Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Aha. Aha. Hier von links. Oh. Da ist ja eine ganze Horde. So, wahrscheinlich kann ich da einfach durchrennen, von oben runter droppen und durchrennen. Aber ist denn hier rechts nichts? Oder da durchrennen? Aha. Der da unten. Aber ich glaube, da, wenn ich da rauskomme, sind noch ein paar weitere Krieger. Nochmal so drei Stück, glaube ich, waren da. Also ich weiß nicht, was ist. Ach, die beste Strategie ist. Oh, komm. Ja, der schießt da sein Feuerchen, aber bewegt sich nicht. Wow, 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 wow. Bleib mal locker. Ja, und der macht da seine Zauberei. Wie wär's denn mal mit hier rüberkommen? Nee. Den Gefallen tut er mir nicht. Wahrscheinlich muss ich dafür noch weiter raus kommen. Shit, 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 shit. Mann. Das kann doch nicht so schwierig sein. Moment. Doch, das sind die, ne? Ach so, wie ist es denn damit? Boah. Hä? Ja, das dauert ewig. Und 3 Tage. Na.
So viel Zeit hat ja keiner. Bin ich hier richtig? Ja. Halleluja. Genau, so da war das Feuerbandschrein. Ob das so eine gute Idee ist, gleich direkt mit einem Boss anzufangen. Dazwischen habe ich 2, 3 Gegner gemacht und das war's. Und jetzt soll ich mit einem Boss nach 2 Monaten keine PlayStation, kein Controller in der Hand zu haben. Ich weiß es nicht. Welcome home, I should speak. Very well. Jo. Mal schauen, was machen wir denn hier? Wie war das denn? Angriffskraft, Waffe 1. Diese Waffe war, glaube ich, für alles Mögliche zu haben. Zur Stärke bringt jetzt irgendwie doch nicht so viel. Geschicklichkeit auch nicht. Das bringt alles nicht so viel. Aber bei Stärke wenigstens 2 Punkte. Naja, na komm, dann setze ich hier noch einen rein. Ja. Ja, genau, ich hatte ja letztes Mal, aber schon seit, also vom letzten Mal, da so einiges an Tipps bekommen, wo ich am besten skalieren sollte. Das muss ich mir nochmal alles mal auffrischen, um da nochmal anzuknüpfen und zu wissen, wo ich da überhaupt hin wollte. Vielleicht gucke ich mir nochmal die letzten Folgen an, auch eure Tipps und dazu und schau, was ich da überhaupt vorhatte und wo ich hingehen wollte mit den Attributen. Ja, jetzt habe ich noch 17.000, brauche 3.000 für die nächste. Okay, das lässt sich doch bestimmt hier finden. Oder? Ach ja, es war ja so, dass ich hier sehen konnte, wie viel diese Seelen hergeben. Ich habe 3.000 gebraucht. Das war das hier, ne? Jo, dann eine bitte. Genau. Ich hoffe, das reicht. Schauen. Nein, noch 700. Farewell, Ashen One. Noch 700. Okay, dann nehmen wir eine von der. Ashen One. Gut, jetzt. Welcome home, Speak. Aufsteigen. Then touch. Also, nochmal die Stärke, oder was? 43. Ja. Okay. Farewell, Ashen One. Well, well. Okay. Dann reisen wir
zur Kirche von George K. Ja, oh Gott, diese Entscheidung, ob ich da durch die Nebelwand gehen soll oder nicht, die kann mir keiner abnehmen, ne? Und irgendwie weiß ich nicht, ob ich die noch ein bisschen zur Seite schieben kann. Es gab ja da, stimmt, es gab ja da noch den anderen Weg, da runter, diese Treppe runter, diese Leiter runter, ich verwechsel das immer. Leiter, Treppe, ja, es war eine Leiter. Am Anfang der Folge. Die könnte ich mir doch mal erstmal angucken. So, ne? Alle Seelen eingesetzt. Ich habe 11 Estus. Dann gucken wir doch mal, was es mit dieser Leiter auf sich hat. Oh oh. Ich laufe hier rum und vergesse, dass ich hier in Dark Souls bin. Oder was? Ja. Bin einfach hier so durchgerusht. Oh. Aber ich habe Glück gehabt, dass nur der hier mir gefolgt ist. Ich glaube, das war ziemlich Glück. Keine Ahnung, ob da noch jemand kommt. Scheint nicht so zu sein. Doch, da macht sich jemand auf den Weg. Ich verstecke mich hier. Ich will doch nur gucken, was es mit dieser Leiter auf sich hat. Oh, ja. Ja gut, ich brauche diesen Training, also dann stelle ich mich der Aufgabe, die mir gestellt wird. Autsch. Komm, Schlag. Aua. Das war nicht gut. Daneben. Okay. So, Eiseffekt ist weg. So, jetzt hier rein, ne? Ich glaube, von diesen unsichtbaren Gegnern müsste einiges da sein, aber so wie es sich anhört, auch noch was anderes. Wo ist es denn? Hier oben? Aua! Mann! Wo kam das her? Von da. Ach so. Na komm, komm doch raus. Will er nicht. Ich will. Ah! Warte mal. Warte mal. Ich will doch mal gucken, vielleicht hat jemand was liegen lassen für mich. Nein. Okay, ja, ich hatte nicht vor, so schnell da runter zu kommen. Also so schnell, das reicht. Okay, so, hallo. Hallo, da ist Loot. Da ist nix. Aber man hört doch was. Ich höre euch. Große Titanitscherbe. Ach, da hinten ist das, was man hört, wahrscheinlich. Okay. Also das ist alles. Nicht, dass man hier irgendwie
noch was versteckt vor mir. Nee. Gut, eine große Titanitscherbe. Und dafür da diese lange Leiter. Na gut. Ja. Soll ich jetzt da durch? 2600. Und die große Titanitscherbe, die ist ja gesichert. Da unten ist ja auch noch mal Loot. Mich wundert, dass das Loot da noch liegt. Habe ich das übersehen? Ja, okay. Was sagt denn der Timer? Ja, eigentlich ist noch genug Zeit, ne? Dann machen wir das doch einfach mal. So, als Begrüßung ist das vielleicht gar nicht mal schlecht, ne? Oder vielleicht sehr, sehr dumm. Wie auch immer. Ich brauche einen Thumbnail. Was ich ja schon lange nicht mehr gemacht habe. Und ja. Aber ich glaube, da bietet sich am besten der Boss für an. Genau. Ach, ich versuche hier irgendwie Zeit zu schinden. Aber wofür? Okay, erstmal gucke ich mir das Ganze alleine an. Und durch. Hohepriester Sylivan. Oh. Der wartet auf uns. Hohepriester Sylivan. Von denen habe ich, glaube ich, schon mal was gehört. Jedenfalls kommt mir der Name sehr bekannt vor. Vielleicht kam er auch hier und da schon mal in der Lore drin vor. Okay, Sylivan. Dann schauen wir mal, was du drauf hast. Musik setzt ein. Er kommt. Okay, okay, okay. Scheiße. Ja, hohe Priester Sylivan. Und ich bin mit der Steuerung nicht mehr so ganz klar gekommen, weil mir doch merklich die Ausdauer darin fehlt. Ich denke aber nicht, dass er besonders schwierig ist. Mir fehlt halt einfach die
Spielausdauer nach 2 Monaten. Ja, ich muss sagen, ich habe nicht wirklich jetzt Lust, ihn nochmal zu machen, aber jetzt, wo ich schon mal angefangen habe, versuche ich ihn halt nochmal. Wie war der Weg hier, ne? Ich kann ja jetzt am besten direkt durchrennen. Oh, oder? Oder auch nicht? Oder doch? Ist einer mir gefolgt? Oh nein! Er kann auch durchschlagen. Ja. Der Boss kann warten, ne? So. Sylivan. Aua! Nicht so stark, weil er nicht so schnell ist. Vielleicht ändert sich das noch, aber im Moment geht es. Ah! Ja gut, die Abfolge ist nicht ohne. Ja, komm. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Aber schon fast die Hälfte, ne? Ah. Ja, ich bin es nicht mehr gewohnt. Es sind diese schnellen Reflexe gefordert. Obwohl, ich finde ihn jetzt auch nicht besonders schwer. Wir haben meistens viel Zeit, um auf seine Angriffe zu reagieren. Das dürfte eigentlich kein großes Problem sein, aber wie gesagt, es sind diese zwei Monate ohne meine Hände an den Controllern gehabt zu haben, die machen sich bemerkbar. Na komm. Dritter Versuch. Ich weiß nicht, ob ich auf einhändig gehen sollte, weil ja, Schild. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das irgendwas gebracht hat. Oh. Ah, nein! Nein, 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 nein. Das war ein äußerst schlechtes Ergebnis. Ja. Die Uhr lässt mich auch nicht herausreden oder ausreden, nee, hier rausgehen, eine Ausrede finden. So, das wollte ich sagen. Thank you.
auch ganz schön warm geworden. An meinem Pad. Aber auch so ist die Luft ziemlich stickig bei mir gerade hier. Merke ich gerade alles. Ja. Aber auch das kann ich nicht als Ausrede dienen lassen. Ich probiere Sylibarn einfach nochmal und mal schauen, was es diesmal bringt. Nein! Ah, Mist! Komm, komm. Nein. Nein, nicht wegspringen, sondern zu ihm hinspringen. Ah, komm. Ah. Was war das? Steh auf. Oh. Mehrere? Genau. Das ist doch nicht schön. Das ist nicht schön. Nein! Du bist gestorben. Ja. Also. Ich hatte ja das Angebot bekommen, da zwei NPCs zu rufen, ne? Ja. Was soll's? Warum soll ich die dann dieses Angebot ausschlagen? Es ist ja immer so bei Dark Souls und Bloodborne, dass Bosse etwas stärker werden oder die Lebensleiste etwas größer, je mehr Gegnern er bekommt. Ach komm! Aber ich glaube, in dem Fall hier ist es, glaube ich, ratsam, damit NPC auf die Hilfe des NPCs zu Mann einzugehen. Großsense. Ich weiß nicht, ob ich die hatte. Schauen wir mal. Wenn wir die Zeit dazu haben. Nein, hatte ich noch nicht. Brüchig. Okay, dann der nächste. Nein, was mache ich denn da? So, ich glaube, der kommt nicht hier runter. Ich habe nur Schiss vor den kleinen Unsichtbaren, die da oben, meine ich, lauern. Ach so. Und du meinst, das ist nett, wenn du mir da mitkommst. So. Also, gab es hier noch Feinde irgendwo? Irgendwie nicht. Gut, also. Ach so, ich brauche ja da diese Menschlichkeit, damit ich die NPCs rufen kann. Glut oder so.
Dann machen wir das doch. Mal gucken, wo habe ich die? Hier. Habe ich 24 Stück. Nee, war das Glut? War das tatsächlich das? Erhält Stärke der Flamme. Stärke der Flamme. Kein Unentfachter kann jemals wahrlich die Glut sein eigenen. Ja, ich glaube, das Ding war das, ne? Benutzen. Glut wiederhergestellt. Ja, genau, das war es, was ich brauchte. Und jetzt kann ich auch hier ein paar Freunde rufen. Schwarzhand Gotthard beschwören. Es ist sowieso ganz praktisch, wenn man das tut und sie auch bei den Bossen nicht sterben lassen, damit sie, falls sie eine Storyline haben oder noch im weiteren Spiel sich irgendwo anbieten, da noch auftauchen. Ari von Astora. Durch mein Schwert. Phantom. Was ist das? Okay, durch mein Schwert. Hat er mir eine Geste geschenkt? Kann sein, ne? Durch mein Schwert. Ah, Anri von Anstora. Also, diese Geste. Was war das? Durch mein Schwert, durch mein Schwert. Da. Ah ja. Also los, Gotthard und Anri, Schwarzhand. Dann lass uns mal mit Sylivan reden. Zu dritt haben wir hoffentlich mehr Argumente. Nein, 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 nein. Okay. Keine Kamera. Ich sehe nichts, wollte ich sagen. Ach komm, 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 komm. Was macht das denn jetzt? Nein, es wäre gut, wenn die zwei überleben. Ja. Seele von Hohenpriester Sylivan. Trophäe erhalten. Ja, so wie ich es mir gedacht habe, war das jetzt kein Problem mehr. Zu dritt war das ziemlich easy. Ja, fast schon zu easy. Aber egal. Leuchtfeuer entzündet. Ich glaube, es tut mir fast leid um Sylivan, weil es war schon in seiner
seine Darstellung. Ziemlich cool auch hier diese Arena. Eine Kathedrale, würde ich mal sagen. Finde ich schon sehr cool. Und dass er ein so schnelles Ende dann doch bekommt. Zu dritt ist es auch ein bisschen unehrenhaft. Das muss ich schon sagen. Aber es ist halt so. Dark Souls bietet diese Möglichkeit. Warum soll man die nicht nutzen? Ich fühlte mich jetzt auch noch nicht dazu bereit, mit diesem Boss wirklich mich auseinanderzusetzen. Ich glaube, im Normalfall bildet er nicht wirklich eine große Herausforderung. Aber mir war noch nicht danach. Genau, deswegen. Ach, die Zeit ist auch schon fast um. Deswegen passt das auch wunderbar. Ich komme noch mal zum Schrein, mach noch mal ein Level ab und schließe diese Folge ab. Welcome Hallo. home, I should speak thine. Very well, then take not. Sollen wir uns noch mal Stärke geben? Oder einmal Geschicklichkeit? Ja, jetzt wäre die Sache doch sehr nützlich zu wissen, wo ich da beim letzten Mal, also da vor 2 Monaten irgendwie hin wollte. Ich meine mich erinnern zu wollen, dass es was mit Magie zu tun hat und wundere mich nur, dass ich nichts ausgewählt habe hier. Das ist ja eine Fackel, ne? Also ich meine, was ich vermisse, ist, dass sowas hier, dass ich sowas nicht eingesetzt habe, oder? Verstehe ich. Nee, habe ich nicht. Und jetzt weiß ich nicht, welches von denen war das, was ich. Ich glaube, Dr. Diabetes mir geraten hat zu nehmen. Das eine wäre hier das Buch Intelligenz zu leveln und dieses wäre Glaube zu leveln. Okay, ich glaube, ich belasse das jetzt hier mal und rufe Dr. Diabetes oder all meine Erinnerungen nochmal herbei, um diesen Level-Up dann durchzuführen. Ja, genau. Bis bald. Danke fürs Zugucken und